Es geht in die Relegation. Am frühen Freitagabend treten die Löwen gegen den SSV Jahn Regensburg an. Letztere sind auf dem Durchmarsch in der Regionalliga gestartet. Die Blauen konnten jedoch die meisten direkten Aufeinandertreffen für sich entscheiden. Ein Abstieg in die dritte Liga. Was bedeutet das für den Traditionsclub an der Grünwalder Straße? Ja, vielleicht fängt man dann irgendwann wieder ein bisschen auf regionaler Ebene die Spieler auszusortieren. Ich glaube, die kennen sich dann auch in der Liga besser aus, als wie wenn man immer von außen her vermeintliche Spitzenspieler holt, die dann aber mit dem deutschen Fußball nicht klarkommen. Gut, Neuanfang, aber dann verliert man auch alles mit dem Nachwuchsleistungszentrum. Also ich sehe das alles. Also ich hoffe, dass wir drinbleiben. Das ist das Wichtigste für 60 und ja, dass es wieder aufwärts geht. Wichtig wäre es auf jeden Fall, zumal wohl nur 6 Profis einen Vertrag für die dritte Liga haben. Alle anderen müsste man ziehen lassen und würde dafür noch nicht einmal mehr einen Cent bekommen. Aber bei den Fans des TSV stirbt die Hoffnung bekanntlich ja zuletzt. Das ist eigentlich schon ein Leid, aber umsonst heißt es nicht einmal Löwe, immer Löwe. Und ja, ich hoffe mal, dass die Mannschaft nochmal alles zusammenreißt und dass wir das am Freitag und am Dienstag dann für uns entscheiden und in der Liga bleiben. Die Hoffnung, die wird bei uns nie sterben. Einmal Löwe, immer Löwe und wir steigen nicht ab, wir bleiben drin. Freitag fahren wir mit 3-1 nach München nach Hause und dann fahren wir das ganz locker über die Bühne.